Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Dieses ist eine brandneue Ausgabe unserer Asklepios Internetsendung Nachtvorlesung nachgefragt und ich freue mich wieder sehr, dass Sie sich reingeklickt haben zu uns. Unser Thema heute sind Somatisierungsstörungen und wir wollen uns in dem Zusammenhang mal etwas mit der Frage beschäftigen, ob Ihr, ob mein, ob unser Angehöriger womöglich ein Hypochonder ist. Und zu diesem Thema habe ich wie immer fachkundigen Besuch an meiner Seite. Herzlich willkommen in diesem Fall an Privatdozent Dr. Matthias Nagel, den Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Wandsbek der Asklepios Klinik Nord. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Herr Dr. Nagel, im Laufe meiner Vorrecherche zu diesem Thema, ich lese da natürlich immer so dies und das, da bin ich immer wieder auf einen ganz bestimmten Begriff gestoßen und der nennt sich Somatoform bzw. somatoforme Störungen. Vielleicht sollten wir, oder das macht wahrscheinlich Sinn, ganz zu Anfang schon mal zu klären, was das genau ist, damit man darauf dann ein bisschen aufbauen kann. Genau, also die somatoformen Störungen sind Störungen, die somatoform sind, also nicht körperlich bedingt, sondern das sind Störungen, die körperlich erscheinen, aber eben nicht körperlich sind, somatoform, also in Form des Körpers auftretend, aber eben nicht als solche zu erkennen sind. Mhm. Wie häufig sind solche Störungen? Die Störungen sind relativ häufig. Man schätzt, dass in der Bevölkerung ca. 10% der Menschen unter solchen Störungen tatsächlich leiden. Also körperliche Beschwerden, wo man die Ursache nicht genau festmacht. Genau, es handelt sich letztlich um Beschwerden, die die Patienten sehr stark beschäftigen, die auch häufig Arztkontakte haben, ohne dass eine organische Ursache für diese Symptome festgestellt werden kann. Was sind das für Beschwerden? Also können Sie mal so ein paar typische Beispiele nennen, mit denen man dann immer wieder zum Arzt geht? Man stellt sich immer wieder vor, wahrscheinlich wird man immer verzweifelter, weil der Arzt einfach nicht rausfindet, was dahinter steckt. Also besonders häufig sind zum Beispiel Magen-Darm-Beschwerden oder Herzbeschwerden wie Herzrasen. Solche Symptome werden von den Patienten meistens angegeben. Und wie Sie richtig sagen, die Patienten wenden sich immer zuerst an den Hausarzt. Mhm. Es wird eine ganze Menge Diagnostik durchgeführt. Es wird auch Diagnostik von Spezialisten gemacht. In der Regel wird keine Diagnose festgestellt. Es wird dem Patienten dann mitgeteilt, dass kein Befund vorliegt. Und der Patient steht dann oft allein da, ohne zu wissen, was das ist. Mhm. Und im günstigsten Fall kann dann der Hausarzt den Betroffenen auch beraten über psychotherapeutische Unterstützung oder weitere diagnostische Maßnahmen im Bereich der Psychiatrie und Psychotherapie. Da ist natürlich jetzt die Frage, wie oft hängt das zusammen? Also ich stelle mir vor, man hat körperliche Beschwerden. Wenn keine organische Ursache festgestellt wird, sagt man denn automatisch und akzeptiert der Patient dann auch automatisch, dass eventuell die Psyche da eine Rolle spielt? Das ist ja ein heikles Thema. Genau, das ist ganz, ganz schwierig und es ist immer auch eine Gratwanderung. Mhm. Die Patienten haben natürlich körperliche Beschwerden, die wir auch ernst nehmen müssen. Die haben wirklich einen Leidensdruck. Manchmal, da haben Sie natürlich recht, manchmal gibt es körperliche Erkrankungen, die nicht diagnostiziert werden oder die nicht diagnostiziert werden können. Das ist ja auch eine der Befürchtungen der Patienten, dass sie eine körperliche Erkrankung haben könnten, die man eben heute noch nicht feststellen kann. Mhm. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Aber das ist dann eben unsere Aufgabe, gemeinsam mit dem Patienten und auch mit dem somatischen Arzt einen Weg zu finden für den Patienten, eben mit diesen Beschwerden umgehen zu können. Können Sie für uns nochmal in dem Zusammenhang erläutern, wie wichtig es ist, dass man Psyche und Körper wirklich eigentlich als Einheit zu betrachten hat? Denn wie wir eben schon mehrfach gehört haben, so einfach trennen lässt sich das nicht. Das hängt ganz schön oft zusammen. Es hängt ganz oft zusammen und es ist tatsächlich auch so, dass wir bei unseren Patienten, die sich im stationären Aufenthalt befinden, in der Regel, bei einer Depression zum Beispiel, in der Regel auch körperliche Symptome dabei haben. Also das gehört eigentlich immer ein bisschen zusammen. Mhm. Und umgekehrt ist es natürlich auch so, dass Patienten, die eine schwere körperliche Erkrankung haben, auch psychische Begleitsymptome haben. Das ist eigentlich nicht wirklich gut aufzutrennen. Mhm. Umso wichtiger ist es aber, dass wir mit den Patienten gemeinsam und mit den ganzen Befunden, die wir aus der Somatik haben, für den betreffenden Patienten dann ein Therapiekonzept zum Beispiel entwickeln können. Mhm. Und ganz wichtig ist, bevor wir die Diagnose einer psychischen Erkrankung stellen, müssen wir immer vorher sehr gründlich natürlich die somatische Diagnostik durchführen.
Gibt es eigentlich verschiedene Arten von Somatoformstörungen, wenn die schon so verbreitet sind, wie Sie eben schon erklärt haben? Also im Klassifikationssystem gibt es insgesamt 4 verschiedene. Es gibt die Somatisierungsstörung, es gibt die autonome somatoforme Funktionsstörung, es gibt die somatoforme Schmerzstörung und die hypochondrische Störung. Das ist relativ kompliziert und hat aber therapeutische Implikationen. Also eine hypochondrische Störung würde man anders behandeln unter Umständen als eine Somatisierungsstörung. Es ist schon relativ wichtig, dass man das einigermaßen genau beschreibt. Was diesen Störungen gemein ist, ist im Prinzip, dass die Patienten sehr häufig Arztkontakte haben, sehr viel Diagnostik veranlassen, weil sie natürlich den Eindruck haben, körperlich erkrankt zu sein. Und was ihnen schwerfällt, ist zu akzeptieren, dass sie eine eher psychische Erkrankung haben. Das ist eben das Schwierige bei diesen Patienten. Und die Patienten, denen es leichter fällt, so eine psychische Komponente zu akzeptieren, also so, wir sagen Introspektionsfähigkeit, darüber verfügen, denen fällt es dann auch leichter, so etwas anzunehmen und auch psychotherapeutische Unterstützung zu suchen. Wobei immer mir ganz wichtig ist, dass man das Organische natürlich nicht aus dem Auge verliert und auch immer wieder auch in Krankenhäusern zum Beispiel weitere Diagnostik macht, um da nichts zu übersehen. Vielleicht können wir trotzdem die verschiedenen Formen der Somatoformstörung mal zumindest im Ansatz erläutern. Ja. Wir wissen jetzt, dass Sie da eine Differenzierung vornehmen als Fachleute, aber man selber interessiert sich ja auch, welche Form habe ich jetzt und wie anders sieht dementsprechend meine Therapie aus. Vielleicht ein paar Worte, wenn Sie mögen, zur Somatisierungsstörung. Also was ist das genau? Die Somatisierungsstörung ist relativ selten, weil sie auch sehr viele Kriterien erfordert, die der Patient an Symptomatik bieten muss. Also er muss zum Beispiel über 2 Jahre erkrankt sein, er muss 6 verschiedene Symptome haben oder noch mehr. Und Sie können sich vorstellen, dass das natürlich eher die schwerer erkrankten Patienten sind mit somatoformen Störungen. Wir sehen aber in der Praxis in der Regel eher Patienten mit der sogenannten undifferenzierten Somatisierungsstörungen, die deutlich weniger Symptome haben und auch nicht so lang erkrankt sind. Das ist zum Beispiel die Somatisierungsstörung. Und die somatoforme autonome Funktionsstörung, die haben Sie auch schon erwähnt? Genau, das ist die Störung, bei der es eher in erster Linie die Patienten über autonome Symptome klagen. Das meint im Grunde genommen das autonome Nervensystem. Das heißt Magen-Darm-Beschwerden, Herz-Kreislauf-Beschwerden, Beschwerden bei der Atmung und solche Dinge, um das nochmal von der Somatisierungsstörung abzugrenzen. Und darüber hinaus gibt es dann noch die hypochondrische Störung, bei der die Patienten dann über tatsächlich die Vorstellung haben, an einer richtigen Erkrankung zu leiden, also zum Beispiel einen Hirntumor zu haben oder eine Krebserkrankung oder solche Dinge. Also haben die dann schon ihre Symptome sozusagen im Kopf zusammengezählt und selber den Schluss gezogen, was sie jetzt haben müssen? Genau. Das ist im Prinzip so die auch mit schwierigste Erkrankung, weil die Patienten dann auch schon ein ganz konkretes Bild von dieser Erkrankung haben. Und da gibt es tatsächlich auch andere Behandlungsmaßnahmen als jetzt bei der somatoformen Störung. Haben wir die somatoforme Schmerzstörung schon erwähnt als vierte? Genau, das ist eine Störung, hatten wir noch nicht erwähnt, aber da geht es in erster Linie eben um Schmerzen. Das betrifft Patienten, die Schmerzen erleiden, ohne dass man eine organische Ursache dafür finden kann. Das sind im Prinzip so die wichtigsten 4 aus diesem Fachgebiet. Mir schwirrt immer noch Ihre Erläuterung zum Menschen mit einer Hypochondrie im Kopf rum, dahingehend, dass die ja wirklich schon sehr, sehr festgefahren sind und das wahrscheinlich ja auch wieder so eine Art Teufelskreis bedeutet, weil wenn, ich stelle mir das so vor, wenn die Seele sozusagen sich schon so eingeschossen hat auf eine Krankheit, wie kriegt man das dann als Arzt hin, wirklich den Menschen erstmal wieder sozusagen zurückzuholen und das Ganze wieder voneinander abzukoppeln, weil wir haben ja gesagt, die Seele hat auch einen Einfluss auf das körperliche Befinden. Ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor. Ja, also es ist schwierig, die Patienten davon zu überzeugen, dass eine psychische Komponente eine Rolle spielt. Man kann das aber erreichen, indem man den Patienten fragt,
wie er denn sich zum Beispiel mit dieser Diagnose oder mit dieser Verdachtsdiagnose, wie er sich damit fühlt, ob das nicht eine Belastung auch für ihn darstellt. Und über diese Schiene erreichen wir fast jeden Patienten. Und fast alle Patienten sind auch bereit, zumindest zu einem diagnostischen Gespräch oder zu einem Beratungsgespräch. Man kann es immer schaffen, Patienten eben über diese psychische Belastungskomponente zu erreichen und mit dem darüber ins Gespräch zu kommen. Das heißt, Sie sagen dann, wäre es nicht schöner, wenn diese Last sozusagen von Ihnen genommen werden könnte, ja, weil Sie genau. körperlich diese Krankheit gar nicht haben, zum Beispiel? Ja, man kann den Patienten zum Beispiel die Symptome einer Depression schildern, die solche Patienten ganz häufig als Komorbidität ebenfalls haben. Und da sind die Patienten dann durchaus auch offen und können akzeptieren, okay, das sind jetzt depressive Symptome, die mir Beschwerden machen und die sind wirklich lästig und die würde ich eigentlich auch gerne weghaben. Auch wenn trotzdem noch so eine Restüberzeugung da ist, dass eine körperliche Erkrankung vorliegt. Und es ist ja auch nicht so, dass wir den Patienten so lange behandeln, bis wir ihn hundertprozentig überzeugt haben, keine körperlichen Symptome zu haben. Tatsächlich ist es ja so, dass körperliche Symptome jeden Menschen ständig irgendwann mal treffen können, mehr oder weniger ausgeprägt. Es ist nur, das Behandlungsziel ist letztlich, den Patienten dahin zu bringen, dass er mit dieser Symptomatik, die er erlebt, anders umgehen kann. Dass er mehr Lebensqualität hat, trotz dieser Symptomatik. Das wäre das oberste Behandlungsziel. Und wenn das gut erreicht wird, kann man es vielleicht sogar im Verlauf auch schaffen, dass der Patient sich von solchen Symptomen komplett verabschieden kann. Das ist aber, sagen wir mal so, erstmal ist das Ziel, den Patienten zu erreichen, eine therapeutische Beziehung aufzubauen und dann in diese Richtung mit ihm zu kommen. Da waren wir schon so ein bisschen beim Therapieziel, was da realistisch ist. Vielleicht noch mal ein paar Schritte zurück. Ich würde gerne noch mal etwas darauf eingehen, wie Sie somatoforme Störungen diagnostisch überhaupt angehen. Also was sind so die typischen Schritte, wenn ein Patient zu Ihnen kommt und Sie sagen, ah, diese Störung liegt auf jeden Fall vor? Ja, also erstmal ganz wichtig, wir brauchen die ganze somatische Vorgeschichte. Das geht nicht, dass wir einen Patienten psychiatrisch, psychotherapeutisch behandeln, ohne dass auch die somatische Komponente abgeklärt ist, ganz wichtig. Das sind wir dem Patienten, denke ich, schuldig. Wenn wir das gemacht haben, dann können wir im nächsten Schritt schauen, was gibt es bei dem Patienten für ein Krankheitsmodell? Was hat der Patient selbst für eine Überzeugung zu seiner Erkrankung? Was ist aus seiner Sicht die Erklärung für diese Erkrankung? Und da haben wir dann auch schon häufig auch Patienten, die dann sagen, dass sie sich auch vorstellen können, dass da eine gewisse psychische Komponente eine Rolle spielt, zumal in der Regel Angehörige, Freunde und Bekannte die Patienten ja auch schon in der Vorgeschichte dann darauf hingewiesen haben. Gibt es eigentlich auch Mischformen? Ich kann mir das gar nicht so vorstellen, dass die Grenzen da immer ganz klar sind. Wir sehen, das ist eine gute Frage, wir sehen in der Klinik sehr, sehr viele Patienten, die eben in erster Linie wegen einer depressiven Symptomatik kommen, also die Stimmung ist schlecht, die haben Schlafstörungen, Antriebsstörungen, denen geht es richtig, richtig schlecht. So kommen Patienten oft in die Klinik und wünschen sich eine Behandlung der Depressionen. Und wir stellen dann im Verlauf oder auch schon zu Anfang fest, dass eben die Sorge um die körperliche Integrität bei diesen Patienten eine ganz besondere Rolle spielt und zum Teil das sogar im Vordergrund steht und das vielleicht sogar Auslöser war für die Entwicklung einer Depression. Also solche Mischformen sind ganz, ganz häufig, dass Patienten somatoforme Störungen haben, dazu eine Depression oder Angststörungen. Kann man sich ja gut vorstellen, Angst ist Angst vor körperlicher Schädigung im Kontext mit einer somatoformen Störung. Oder auch Psychosen, Patienten mit Psychosen, die dann Sorge vor körperlicher Erkrankung haben. Das kann gelegentlich auch auftreten. Gibt es eigentlich bestimmte Risikofaktoren für Menschen, eine somatoforme Störung zu entwickeln? Also was stecken da für Ursachen dahinter? Gibt es einen Typ Mensch, ein bestimmtes Berufsfeld vielleicht, irgendjemanden, der besonders anfällig dafür ist, weil der Stress vielleicht so groß ist oder? Kann man so in der Form nicht sagen. Also es ist nicht wie ein Burnout oder so. Das ist schwer vergleichbar. Was wir wissen aus der Literatur ist, dass es eine gewisse genetische Komponente gibt, wahrscheinlich. Es spielt auch eine Rolle, was der Mensch für eine Einstellung zur Gesundheit hat. Also eine übertriebene
Vorstellung von körperlicher Gesundheit kann eben Schwierigkeiten machen. Also ein Mismatch zwischen dem Selbsterlebten an Gesundheit und dem, was man sich eigentlich wünscht, macht natürlich ein Problem. Häufig betrifft es Frauen häufiger als Männer. Das sind so praktisch Risikofaktoren. Man kann jetzt nicht sagen, dass eine bestimmte Berufsgruppe oder so besonders häufig betroffen ist. Auslöser ist gelegentlich mal, dass wir herausfinden, dass ein traumatisches Erlebnis in der Kindheit oder auch in der Familie stattgefunden hat. Zum Beispiel Tod eines nahestehenden Angehörigen an einer Herzerkrankung zum Beispiel. Und dass Patienten dann eben besonders Sorge haben, auch an einer Herzerkrankung erkrankt zu sein oder versterben zu müssen. Und da sieht man dann wieder, wenn so eine permanente Angst zum Beispiel, die Beschäftigung mit so einer Erkrankung da ist, dann kann es sein, dass sich entsprechende Symptome körperlich auch zeigen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wie können Sie denn diese Somatoformstörung behandeln? Das ist ja ganz, ganz wichtig, diese Frage jetzt auch nochmal zu stellen. Ja, der erste Schritt ist natürlich, dass wir eine therapeutische Beziehung haben, dass der Patient auch ein gewisses Verständnis für psychische Erkrankungen hat oder dass er es für sich akzeptieren kann, dass da auch so eine Komponente eine Rolle spielt. Und das ist so der erste Schritt. Wenn wir dann auch die somatischen Erkrankungen weitestgehend ausgeschlossen haben oder auch begleitend mitbehandeln, weil viele haben ja auch tatsächlich körperliche Erkrankungen, die wir dann weiter auch behandeln, dann ist der erste Schritt mit dem Patienten zum Beispiel Symptomtagebücher anzufertigen, wo die Patienten dann beschreiben, wie so ein Tagesablauf ist. Und mit dem Hintergrund, dass die Patienten dann feststellen, dass wenn sie eine angenehme Aktivität ausführen und sich gut fühlen, in einem guten Kontakt sind, dass sie dann merken, dass diese ganze Symptomatik, die sie eigentlich ansonsten beschäftigt, so in den Hintergrund rückt. Und da merkt der Patient selbst, dass im Grunde genommen der Zusammenhang zwischen körperlichem Leiden und psychischer Gesundheit, dass das sehr eng miteinander zusammenhängt. Nicht, dass also wenn es einem gut geht, empfindet man die Erkrankung oder das eingebildete in Anführungsstrichen Symptom gar nicht so belastend, als wenn man eben in einer schwierigeren Lebensphase steckt. Bedeutet das einen stationären Aufenthalt in aller Regel bei Ihnen oder gibt es auch sowas wie eine Tagesklinik, wo man dann sonst in seinem Alltag verbleibt und dann ab und zu mal zu Ihnen kommt, vielleicht ein paar Stunden täglich? Wie sieht das aus? Ja, verschiedene Möglichkeiten. Erstmal ambulant können wir behandeln, wir können stationär und teilstationär behandeln und können eigentlich für Patienten mit solchen Erkrankungen in beiden Bereichen sehr komplexe Angebote machen, tagesklinisch, aber auch stationär. Tagesklinisch sieht meist so aus, dass die Patienten tagsüber sich in der Tagesklinik aufhalten, aber abends nach Hause gehen und zu Hause übernachten. Und vollstationär bedeutet, dass Patienten dann tatsächlich auch den gesamten Tag und die Nacht im Krankenhaus verbringen. Je nach Ausprägung wahrscheinlich und auch je nach Patientenwunsch, da werden Sie wahrscheinlich Gespräche führen, was individuell am besten ist. Ne? Herr Dr. Nagel, vielen Dank. Wir sind fast am Ende der Sendung. Ich würde Ihnen zum Schluss aber dennoch gerne vielleicht den ein oder anderen Tipp an unsere Zuschauer direkt entlocken, dahingehend, dass Sie noch mal ein bisschen aufzeigen, wie Ihre Ansprechstation genau aussieht. Also wenn Menschen sich jetzt von uns angesprochen fühlen, die eben sich seit Ewigkeiten womöglich mit Beschwerden, mit Ängsten herumquälen. Wir wollen ja die Hemmschwelle möglichst abbauen, einfach mal professionelle Hilfe anzunehmen. Wo kann man hinkommen und wer kann alles zu Ihnen kommen und sich vielleicht beraten lassen? Also wir empfehlen, dass die Patienten sich bei uns anmelden, telefonisch. In erster Linie einen Termin vereinbaren und dann zum Beispiel in unsere Institutsambulanz kommen. Wir haben aber auch eine psychosomatische Station im Asklepios Klinikum Nord in Ochsenzoll, auf der wir Patienten speziell mit Somatoformstörungen auch behandeln können. Wir können aber auch Patienten anbieten, direkt in Wandsbek aufgenommen zu werden oder aber auch erstmal zu einem Gespräch in unsere Institutsambulanz zum Beispiel zu kommen. Also gibt viele Möglichkeiten. Wichtig ist, glaube ich, den ersten Schritt aus dem so oft stattfindenden Teufelskreis erstmal rauszumachen, ne? Dass man da nicht ewig sich selber im Kreis dreht. Das ist wichtig. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Nagel, für Ihren Besuch. Gern geschehen.
Dankeschön auch an Sie, liebe Zuschauer, dass Sie bei dieser Sendung wieder mit dabei waren. Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht gleich schon zu einer anderen Ausgabe wieder. Und wenn Sie dem auch vielleicht zugeneigt sind, dann empfehle ich Ihnen natürlich an dieser Stelle einen Klick auf unsere Homepage. Sie kennen den Link hoffentlich schon, www.asklepios.com/Nachtvorlesungen. Dort finden Sie alle unsere Sendung und deswegen sage ich einfach mal bis gleich hoffentlich. Tschüss.